höre Stimmen. Das spricht ja für die Eier. Oh. Wer ist denn da? Guten Morgen! Moin. 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 Na, Ben, schmeckt's dir wieder? Ich hab's noch nie probiert, aber bestimmt. Ich hab's gerochen, das. Ja. Erzählt mal kurz was über heute. Ich glaube, es ist zu früh. Heute steht ein Einsingen in unserer Unterkunft an nach diesem Frühstück. Und dann werden wir von Uwe, unserer Wettbewerbsteilnehmerbetreuerin, um das Wort Künstler zu vermeiden, abgeholt und zum Ort des Geschehens gebracht, wo nachher ein kurzer Soundtrack stattfinden wird. Also, Paul und ich sitzen schon in the Lobby. Die anderen wollen noch zugucken. Ich brauche jetzt keine Musik mehr heute, obwohl wir noch singen heute, ne? Es gab Mini-Ausrutscher. Aber wir sind gut rein wieder reingekommen. Mal sehen. What's going on? We are locked out of our holiday abode because that fantastic piece of technology over there. It's Yale. Do they have an Instagram account? I wonder. Not anymore. This lock is not working. Genau, wir laufen jetzt Richtung Zentrum und wollen uns mal die Stadt anschauen. Nachdem wir heute also eigentlich gedacht hatten, wir sehen jetzt einen Kurzauftritt in einem Krankenhaus, aber irgendwie hat der Wettbewerb das doppelt gebucht, sodass da eine andere Gruppe schon war und wir dann nicht mehr gebraucht wurden, weshalb wir eine wunderbar entspannte Mittagsruhe haben machen können. Das war schon schön. Und jetzt genießen wir kurz die wunderbare Innenstadt von Tampere. Ah, und das hier ist Altstadt und das drüben wohl auch. Wenn man rückwärts fährt, kommt man noch mehr. Ansonsten ist es in Tampere doch eher schwierig, sowas wie einen schönen Stadtkern zu finden. Ist halt doch es wirkt wie eine ziemliche Industriestadt. Und es wird vor allen Dingen gerade ein komplettes Straßenbahnsystem neu gebaut, sodass man eigentlich von einer Baustelle in die nächste stolpert. Ist halt jetzt zum Durchschlendern nicht so angetan, wenn man von einer Baustelle in die nächste hüpft. Aber das Wetter ist schön. Ben, was ist passiert? Wir haben gerade 2 Minuten gesungen. Waren es 2 Minuten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir waren heute ein bisschen langsamer. Ich glaube, es waren nicht nur 2. Es könnten 2,5 gewesen sein. Aber es war nicht ganz schlecht. Ja, stimmt. Man muss sich vorstellen, ein Saal mit 450 Leuten, in denen sich nach dem Schlussakkord keiner, uns eingeschlossen, traut zu atmen. Das war schon irgendwie... Ach Gott, bin ich gerade übel schlecht. Ben, so fühlt es sich an, wenn man gut singt. Und wenn ich. First prize from Germany, Ensemble and Bobby. Könnt ihr ganz kurz was sagen, was wir gerade machen? Ja, da musst du ein bisschen näher rankommen. Wo ist das Mikrofon eigentlich? Ich glaube, oben drauf. Warte mal. Wir sind gerade bei der Open Stage irgendwas Veranstaltung, nachdem Ensemble Nobiles heute einen wirklich schönen Preis bekommen hat. Einen ersten Preis in der Kategorie unverstärkte Vokalensembles. Richtig, darauf haben wir heute schon ein bisschen angestoßen. Und jetzt lauschen wir gerade unserem grandiosen Kollegen von Quintennis, die es irgendwie fertig bringen müssen, in einem Raum mit quasselnden Menschen und Leuten, die in Kameras reden, trotzdem noch Musik zu machen.